Hallo und willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. So, wir haben ja beim letzten Mal hier die Karte ein bisschen gemacht. Hier fehlt da oben das Teil, aber da müssen wir sowieso noch lang gehen. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Mission. Und wehe, die ist jetzt doch nicht hier oben. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, dass die hier ist. Versuchen natürlich auch Kämpfe zu vermeiden, außer der Test auf Bonus. Aber am liebsten dann bei Gegnern, die man nicht ausmanövrieren kann. Da müssen wir rein. Sehr gut. Hier ist Sergeant Enliker. Wir sind bisher nur auf wenig Widerstand gestoßen. Hier ist Sergeant Catcho. Ihr kommt genau richtig zum Kampf. Das hier ist eure Einheit. Begebt euch geradewegs zum Audienzsaal. Wir werden ausschwärmen, um die Verstärkung abzufangen. Das sind Fanatiker und sie sind verzweifelt. Erwartet keine Gnade. Verstanden. Geh in Position. Also ich... Wenn sie weg sind, darf ich kurz fragen, haltet ihr sie tatsächlich für Verbündete? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Ich weiß zwei Dinge. Erstens, wenn ein Imperialer etwas will, dann lasst besser nicht zu, dass er es bekommt. Zweitens, Captain Byron ist der Kommandant dieser Leute. Ich habe früher viel von ihm gehört, als ich in Gefangenschaft war. Ja, ihr habt einen Veteranen vor euch. Es hieß immer, Byron sei ein Meister, was Hinterhalte angeht. Davon gehe ich aus. Glaubt ihr, er schlägt schon bald zu? Er will die Festung. Wenn sie sie eingenommen haben, werden sie die Geschütze gegen uns verwenden. Die sicherste Lösung wäre es, Byrons Leute auszuschalten und ihn gefangen zu nehmen, sobald die Bruderschaft erledigt ist. Es wäre nicht allzu schwierig. Er ist allein zurückgeblieben und seine Leute werden keine Chance haben, wenn wir sie überraschen. Also wir werden auf jeden Fall nicht den Erstschlag machen. Wir werden reagieren, aber wir sollten darauf vorbereitet sein. Wenn sie Feinde wären, hätte ich das bereits bemerkt. Glaubt ihr etwa, ihr versteht die Gedanken eines Imperialen besser als ich? Ich habe 3 Monate in einer Zelle verbracht. Und ihr? Ich werde vorsichtig sein. Und jetzt Ruhe. Also gut. Ihr signalisiert uns, wenn ihr bereit seid, und wir legen dann los. Ich behalte diesen Sergeant im Auge. Ihr nehmt die Jungs hier mit. Ich wollte eigentlich vielleicht drücken, hab mich aber tatsächlich verklickt. Egal. Jetzt laufen mir hier so... Wow, das ist aber nur ein Soldat, ne? Ja, was will ich denn mit dem? Geh mal kacken, Alter. Also ich gehe schwer davon aus, dass das Imperium uns verrät. Aber wir werden nicht die Ersten sein. Also wir werden nur reagieren auf ihren Verrat. Weil man kann sich ja nie sicher sein. Ja.
keine Sorge. Aber ich finde das gut, dass wir auch so ein paar Range-Sachen haben, wenn es auch nur drei sind. Das sieht ja hier nach einem Bosskampf aus. Da riecht man den kleinen... Ach, reicht! Was für eine Überraschung. Die Republik und die Imperialen alle auf einem Haufen. Was ist los? Ist euch kalt? Müsst ihr euch aneinander wärmen? Meister Zeph, nehme ich an. Genau der. Seid ihr gekommen, um der Bruderschaft ein Ende zu setzen? Fürchtet ihr unsere wilde Art? Natürlich tut ihr das. In der Galaxis ist kein Platz für diejenigen, die sich weder vor dem Kanzler noch vor dem Imperator verneigen. Außer wir schaffen uns Platz. Durch Blut und Kampf. Mit deinem Übungsschwert. Da wären wir, Leute. Nehmt die Geschütze ein und sichert den Perimeter. Alle Einheiten, Suche nach Imperialen aufnehmen und ihre Positionen mit leichten Waffen verstärken. Ausrücken. Es ist soweit. Sie dürfen sich nicht erst verschanzen. Es gibt keinen Grund für eine Eskalation. Eskalation? Oh, Kira, Sie Kira, werden ein Kira. Freies Schussfeld auf uns haben. Ketcho, ich habe gerade mit Captain Byron gesprochen. Er hat neue Befehle. Darauf bin ich mehr als gefasst, Imperialer. Er sagt, wenn wir sie gesichert haben, sollen wir die Festung räumen. Sie ist zu groß, um sie zu verteidigen. Stimmt etwas nicht? Der Sergeant dachte, jetzt kommt der Moment, wo ihr eure hinterhältige Falle zuschnappen lasst. Hey, das ist gar keine schlechte Idee. Wir haben schließlich ein freies Schussfeld. Aber leider würde mich der Captain im Außenposten sofort aufknüpfen lassen, wenn ich so etwas tun würde. Ihr könnt euch also glücklich schätzen. Großartig. Sagt eurem Captain, dass er recht hat, was die Größe der Festung betrifft. Wir sind da sofort wieder raus, wenn alle Räume durchsucht wurden. Also ich habe tatsächlich mit einem Hinterhalt gerechnet, aber... Gut, dass ich mich nicht drauf verlassen habe. Gut, ich habe mich ja nur nicht drauf verlassen, weil ich ja 100% helle Seite spiele. Immerhin wird der Soldat und der Schmuggler, der wird entscheidungsmäßig variieren. Der Ritter 100% hell, der Gelehrte 100% böse. 100% böse mit dem Jedi-Gelehrten stelle ich mir ziemlich lustig vor. Und Soldat wird halt Soldat, ne? Der befolgt nur Befehle. Egal ob gut oder böse. Mein Befehl ist Kinder essen, esse ich halt Kinder, ne? Ich habe gehört, was geschehen ist. Meister Zeph ist tot.
und die halbe Bruderschaft versuchte zu fliehen, indem sie von einer Klippe sprangen. Ein gut ausgeführter Plan. Es ist nur ironisch, dass wir so erfolgreich die Bruderschaft besiegt haben, dass wir unsere Taktiken nun wieder aufeinander konzentrieren können. Was schlagt ihr vor, Lieutenant? 24 Stunden Waffenruhe, bis wir wieder unsere Posten erreichen? Soweit es meine Leute betrifft, kann ich dem zustimmen. Ich kann natürlich nicht für andere sprechen. Was denkt ihr? Wie wär's mit einer kompletten, Waffenstillstand, so generell? Falls ihr jemals desertieren wollt, wisst ihr ja, wo ihr uns finden könnt. Das ist ein großes Kompliment. Doch nach dem, was heute geschehen ist, wird man mich wohl vorsichtig im Auge behalten. Ja, ihr habt viel riskiert, indem ihr hergekommen seid, Captain. Wenn doch nur mehr Imperiale so wären wie ihr. Seid lieber vorsichtig mit euren Wünschen, Lieutenant. Der Tag ist noch nicht zu Ende. Und schon habt ihr der Hagelsturmbruderschaft den Garaus gemacht. Da draußen auf dem Eis tobt ein noch größerer Krieg. Und ausnahmsweise ist das Imperium nicht unser größter Feind. Ich hätte nie gedacht, dass das Imperium eines Tages mal nur auf Rang 2 steht. Ich auch nicht. Admiral Rewald kommandiert die Flotte der Republik auf Hoth. Und das von der Oberfläche aus. Jeden Tag kämpft er verbissen gegen die Anführer des Weißen Schlunds. Wenn ihr für ihn das Gleiche tun könntet wie für uns, könnte der Weiße Schlund bald der Vergangenheit angehören. Dann könnten wir alle ruhiger schlafen. Das wird doch kein Problem sein. Würde wieder nur so ein kleiner Bibi-Boss sein, der Weiße Schlund. Da puste ich einmal drüber. Mit F. Und dann fliegt er weg. Gegen eine Wand. Landet doof, weil da waren halt Hack, also so Spitzen hinter, ne? Und dann ist er halt ein Käse. So, wo muss ich hin, Kollege? Ich glaube, wir machen mal den Heldenquest. Ich glaube, da muss ich hier hin, ne? Also dieses Gebiet stört mich ja und dieses hier irgendwie, ne? Es ist irgendwas. Aber da kümmern wir uns später drum. Okay, die beiden sind wieder im selben Gebiet. Das heißt, da ist wohl ein Außenposten. Und hier ist noch ein Heldenquest. So, dann ist hier noch Bonusmission. Da führt gar kein fester Weg hin, außer der Weg, der jetzt hier hochgehen würde, führt durch den Felsen hier hin. Sollen wir es ausprobieren? Ich weiß, hier war ja eine Höhle. Müssen wir mal gucken, oder? Jedi Botschafter. Also heißt er gar nicht Gelehrter. Ach, dann war Gelehrter die Sorcerer-Stufe. Wie heißt denn dann der andere? Eigentlich. Also bei den Sith ist das ja der Sith Assassin. Oder nee, Sith Attentäter. Der mit der Doppelklinge. Umbrella Fury. Ich glaube, die braucht man. Hier findet man die HK 47 Teile.
Wir brauchen ein großes Schiff. Suchdroiden macht er. Ach, der sucht bestimmt die HK-47-Teile. Sieht nach einem imperialen Außenposten aus. Gegen so einen würde ich gerne mal kämpfen, aber die sind alle freundlich. Guck mal, das da hinten sieht doch verdächtig aus. Tschüss. Oh. Aber da sind Schiss. Keine Sorge. Die Erschöpfung, die macht mir echt zu schaffen. Ich wollte doch nur den Schiss töten. Alter, das bin ich aber sehr weit weg. Oh, wie ätzend. Ich hab's halt nur auf mein Leben geguckt, ne? Und dachte so, ja, okay, das macht mit der Zeit immer mehr Schaden, aber dass es mich instant killt an einer bestimmten Zeit. Gut, muss ich mir merken. Ich wollte nur gucken, ob die Schiss irgendwas bringen. Aber ich durfte nicht. Haben aber auch nichts gebracht. Ich habe ja alle gekillt gehabt. Hatten nur normalen Loot. So, damit ist die Karte durch. So kriege ich auch natürlich auch Codex-Einträge. Was ist eigentlich mein Quest? Oh, hier muss ich gar nicht hin. Hier ist hier denn irgendwas anderes? Nichts von Auffälligkeit. Ach guck mal, da kann man sogar hochgehen. Jetzt bin ich mal neugierig. Sie ist ein Katar. So schnell stirbt niemand. Die mir ganz schön viel Schaden gemacht hat. Hm.
Alter, das Terminieren. 50% Leben macht das. Doch dein Terminieren. Da, wieder taufrisch. Scheiße, jetzt mach die Terminieren. Ich hab zu früh den Kick gemacht. Ich würg dich zu Tode einfach. Das war bestimmt ein Streiter, den ich schon gemacht habe. So, diesmal nehme ich aber den Aufzug, ne? Nicht einfach dran vorbeilaufen hier. Wo habe ich denn jetzt den Schaden herbekommen? Blutpirscher. Meine Güte. Ein Skell! Skell brauche ich noch. Wie kein Codex-Eintrag. Also der Quest wird wohl was länger dauern. Es ist immer irgendwas.
wusste gar nicht, dass Vampir Gift haben. Aber der hatte einen Giftstachel. Boah, diese Vampas, ne? Also es ist ja... Die sind ja alle voll stark. Und, also, tanky. Den Bonus will ich auf jeden Fall hinkriegen. Deswegen nehmen wir den Dicken hier mit. Oh, Alter, jetzt kriegt er auch noch Verstärkung. Ja, damit es ein bisschen schneller geht. Damit ich öffnen kann. Oh Mann, ey. So, 230 Relikt, das kritischen Treffer erhöht. Brauche ich nicht. Was ist das denn? Nach einem Einfluss. Danke. Bitte. Also die sind echt sehr tanky hier. Die machen nicht viel Schaden, sind aber tanky. Wo kommen die denn jetzt her? Keine Sorge. Also die sind zum Glück einfacher. Wir werden jetzt hier nicht alles killen. Wir brauchen hier nur noch einen. Keine Sorge.
schnell stirbt niemand. So. Ach so. Da ist noch was. Hi. Und kick mich halt weg. Mich wegkicken zu wollen. Dann will mich die ganze Zeit wegkicken? Wie so ein Ball? So, letzte Prüfung hier, ne? Also noch ein Wampa kann ich mir sparen. Oh, scheiße. Okay, es muss noch ein Wampa sein. Der war aber gefühlt einfacher. Hachimiki. Gut, dann sind wir hier durch. War ja auch anstrengend genug. Ja, wir porten uns raus. Ich habe jetzt keine Lust, hier durch dieses Gebiet wieder zu gehen, ey. Nachher kommt dann noch so ein uraltes Wamp und dann bin ich so lang mit dem am Kämpfen, wie ich für den ganzen Weg, wenn ich reisen würde, gebraucht hätte. So, das war nochmal ein anstrengender Quest. Im Sinne von... Wir hatten jetzt keine gesundheitlichen Probleme. Es hat einfach nur ewig gedauert, weil wir keinen Schaden gemacht haben oder weil die einfach unnormal tanky waren. Ich kann es eigentlich kaum glauben, dass ich keinen Schaden machen soll. Also meine Ausrüstung ist eigentlich ziemlich gut und viel stärker als für den Planeten zulässig. Ich werde ja voll gedrosselt hier.
Der Bonusschaden ist natürlich hier auch gedrosselt, ne? Ich habe null Verteidigung. Sollten wir vielleicht noch eine Rüstung machen? Für Verteidigung, aber... Ich bin ja ein DD. Jetzt wird der hier auf einmal angezeigt, eben die ganze Zeit nicht. So, aber endlich neues Gebiet. Ich hoffe, die anderen Heldenquests sind einfacher. Wie wär's mal mit erkunden? Danke. Wo sind Sie hin? Wen muss ich hier erschießen, um ein paar Sensordaten zu bekommen? Tut mir leid, Commander. Die letzten Messungen lassen erkennen, dass Sie das Gebiet um die Schiffe herum abgesichert haben. Ich habe den Admiral gewarnt, dass sowas geschehen könnte. Ich hasse es, Recht zu behalten. Commander, ihr habt Besuch. Gut, dass ihr da seid, Jedi. Euch würden diese Piraten niemals kommen sehen. Wir wurden kalt erwischt. Und ich brauche jemanden, der vertrauenswürdig ist und das Chaos schnell und unauffällig beseitigen kann. Ich stehe euch zu Diensten. Wir haben über diesen Eisklumpen eine Menge Schiffe verloren und eigentlich wollten wir ihre Bordcomputer bergen. Jetzt läuft uns die Zeit davon. Die Piraten vom Weißen Schlund plündern unsere Maschinen und verkaufen unsere Daten an den Höchstbietenden. Codes, Manöver, Stützpunktposition. Wenn das so weitergeht, können wir jegliche Sicherheit vergessen. Wir müssen diese Computer als Erste erreichen. So lob ich mir das. Denkt einfach nicht daran, dass diese Piraten ihre eigenen Mütter töten würden, um das Plündergut zu beschützen. Die Schiffe sind im Raumschifffriedhof verstreut. Ihr müsst an jedem von ihnen eine Ionenmine platzieren. Viel Glück. Wir verlassen uns alle auf euch. Wie immer. Nach der Gleiter. So, die Folge ist vorbei, aber ich glaube, wir hören uns das noch an, oder? Wobei, das sind die wichtigen Missionen, die hören wir uns in der nächsten Folge an. Na, damit wir nicht irgendwie starten und wissen gar nicht mehr, worum es geht. Bleibt am Leben. Immer. Also bis dann. Ciao.